Schönen guten Morgen. Alle Babys noch da? Stellen sich ruhig, tot. Auge ist aber offen, sehe ich. Und irgendwie sieht man da auch schon ein ausgebildetes Flügelchen. Ihr seht schon richtig komplett aus. Ich werde heute später das Körbchen nochmal zum letzten Mal vermutlich nach unten stellen, denn die sind ja schon sehr groß. Ja, auch der Papa guckt jetzt, was ich da wieder gemacht habe. Wie man sieht, hat er Fressen im Schnabel, traut sich aber nicht, das weiterzubringen. Okay, ich bin weg vom Nest und du kannst jetzt hin. Und die Mutter hat viel weniger Angst als er. Und da sieht man so langsam, wie die Burschen sich mal die Welt anschauen wollen, und die werden jetzt auch immer frecher und immer mutiger, von wegen stillhalten und sich verstecken. Davon wird bald nichts mehr zu merken sein. Den kleinen links, den man da mit den Haarbüscheln sieht, was die anderen gar nicht mehr so ausgeprägt haben, das scheint mir der Jüngste zu sein, und den nenne ich jetzt Professor. Auf der rechten Seite streckt immer einer so seinen Schnabel raus, der ganz wenig gefüttert wird. Ich habe mich entschlossen, ich werde die Blätter auf der rechten Seite ein bisschen beschneiden. Vielleicht kriegt er dann mehr ab. Ob man ihn nicht sieht, keine Ahnung. Es ist auch nur ein Gefühl. Ich habe das Körbchen heute nochmal runtergestellt, um genau zu schauen, wie viele sind es denn? Es sind 4. Und in welchem Stadium sind sie denn? Also sie sehen ja einigermaßen komplett aus jetzt. Es ist ruhig. Ja, die müssen sich ja ruhig verhalten. Im Hintergrund hört man die Schimpferei der Mutter. Und ich bin sicher, dieses wird ein ruhiges Video werden. Das nächste wird sehr, sehr, sehr viel lebhafter und recht lustig und putzig noch dazu. Alles okay, Kleine, schimpf nicht so. Du kannst wieder hinfliegen und nachgucken. Und beide waren sofort wieder da und haben aufgepasst, was ich gemacht habe.